Timo Werner galt lange als ein sicherer Kandidat für einen Wechsel zum FC Bayern, doch im Sommer verlängerte der Stürmer seinen Vertrag bei RB Leipzig. Jetzt soll er bei einem englischen Topclub auf dem Radar aufgetaucht sein. Wie der englische Daily Express berichtet, soll Manchester United ein Auge auf den deutschen Nationalspieler geworfen haben. Auch beim FC Liverpool soll man sich Gedanken über Werner machen. Nach seiner Vertragsverlängerung soll Werner per Ausstiegsklausel für 30 Millionen Euro zu haben sein. Der FC Barcelona und Atletico Madrid haben sich im Streit um Antoine Griezmann offenbar auf einen Kompromiss geeinigt. Wie die spanische Zeitung El Mundo berichtet, überweisen die Katalanen zusätzliche 15 Millionen Euro nach Madrid. Erhalten dafür angeblich aber auch das Recht, mit 5 weiteren Spielern von Atletico zu verhandeln. Darunter sollen auch Saúl Ñíguez und José Jiménez sein. Griezmann war im Sommer für festgeschriebene 120 Millionen Euro zu Barca gewechselt. Atletico legte jedoch Beschwerde ein, weil sich Barcelona schon im März mit dem Spieler geeinigt hatte. Zu diesem Zeitpunkt lag die Klausel noch bei 200 Millionen Euro. In der Gazzetta dello Sport hat Zlatan Ibrahimovic erklärt, dass er sich eine Rückkehr in die Serie A vorstellen kann und immer noch den Unterschied machen könne. Ibrahimovic, ich werde ihn heute anrufen und ihm sagen, dass wir auf ihn warten, sagte Trainer Carlo Ancelotti. Ich verfolge ihn regelmäßig, er hat 30 Tore in 29 MLS-Spielen geschossen, so Ancelotti weiter. Der Vertrag des Schweden bei LA Galaxy läuft am 31. Dezember aus.